Ja, ich weiß, ich war ein paar Tage quasi weg. Also nicht weg, weg, sondern es kam hauptsächlich Roblox und Minecraft, weil ich nämlich keine Facecam-Videos mehr vorproduziert hatte. Es tut mir sehr leid. Echt passiert Geschichten oder animierte Geschichten oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Back at it. Ich fand eine geheime Tür im Mädchenklo. Upload vor 3 Tagen. Ich war schon mal im Mädchenklo. Persönlich muss ich sagen, ich habe noch keine geheime Tür entdeckt. Weiß nicht, ob das jetzt ein Einzelfall ist, aber lass uns mal reinhören, was die gute, wer auch immer das ist, zu sagen hat und los geht's! Hey Leute, ich bin Hallo! Phoebe und ihr werdet nie erraten, wo ich letztes Jahr gewohnt habe. Im Mädchenklo! Phoebe, ich hab's erraten, du hast im Mädchenklo gewohnt! Ich weiß es! Im Schrank im Mädchenbad. Ja, wirklich. Letzten Sommer trennten sich meine Eltern und es war schrecklich. Meine Eltern haben sich auch getrennt, ja? Hab persönlich jetzt nicht so im Mädchenklo wohnen wollen, aber Phoebe hat da andere Pläne. Und das kann ich respektieren, ja? Kann ich respektieren. Vater in seiner neuen Wohnung. Sie war schmutzig und unordentlich. Und es war nie Essen im Kühlschrank. Eines Tages hatten wir einen Streit und er sagte mir, wenn mir seine Wohnung nicht gefiele, könnte Stopp! ich ausziehen. Also zog ich stattdessen bei meiner Mutter ein. Aber sie Okay. wohnte mit ihrem neuen Freund in seinem Haus. Zuerst war das in Oh. Ordnung, aber bald fing er an, mich herumzukommandieren, als wäre er mein Dad. Und meine Och, und Mutter dann wohnt hast ein. du gesagt, du bist nicht mein Vater, ja? Du hast mir gar nichts zu sagen. Ich mach, was ich will. Ich zieh ins Mädchenklo. Einfach nicht zu mir halten. Sie sagte mir, ich soll einfach das tun, was er sagt. Eines Tages in der Schule war ich auf der Toilette. Der Tag war zu Ende und ich wollte Was wirklich war denn der Regenbogen, der herausgekommen ist? Entschuldigen Sie mal bitte. nicht mehr zu meiner Mutter zurück. Ich war aufgeregt und schminkte mich aus Langeweile. Dann sah ich in den Spiegel und sah eine Tür, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Ich drehte mich um und öffnete die Tür. Es war ein Die Leer. Animation, ne? Sie drehte sich um. Bam! Und dann sah sie die Tür und sie ist so. Und dann kam der Regenbogen, weil sie war am Klo. Putzschrank. Er hatte ungefähr die Größe von ein paar Toilettenkabinen. Ich bemerkte einen Schlüssel, der Alter, darin was ein hing. Der Schlüssel Riesenschrank! schloss die Tür ab. Ich war neugierig, also ging ich näher heran, um nachzusehen. Aber dann kam jemand herein und ich musste mich schnell verstecken. Also ging. Warum musstest du dich wirklich schnell verstecken? Du bist Mädchen? Bist du auf dem Mädchenklo? Jemand kommt rein? Ich habe ein paar Beispiele, ja, was du machen könntest. Hände waschen. In eine Toilettenkabine gehen? Einfach nichts machen und so schon, als wärst du gerade aus der Toilettenkabine rausgekommen. Was du ja auch bist. Ging ich hinein und versteckte mich. Ein paar Mädchen kamen herein und niemand bemerkte, dass ich drin war. Dann hatte ich die Idee. Wenn ich an diesem Abend nicht nach Hause gehen würde, ich könnte im Schrank bleiben. Ich schickte meiner Mom eine SMS und sagte, dass ich die Nacht bei meinem Vater verbringen würde. Und diese Nacht war die erste, die ich im Schrank verbrachte. Am Anfang hatte ich ein Das bisschen stimmt Angst, aber. nicht mit dir. Warum? Wer würde auf diese Idee kommen? Was? War so schön, irgendwo allein zu sein, ohne jemand anderen. Im Ich habe es. Schrank! Du hast nichts! Es ist wahrscheinlich kalt! Ist halt immer Niemand noch im erzählt, Schrank. nicht einmal meiner besten Freundin Kimberly. Und wir erzählten uns normalerweise alles. Am nächsten Tag in der Schule bin ich früh aufgestanden und habe die Dusche der Turnhalle benutzt. Niemand ahnte Okay. etwas. An diesem Abend ging ich zu meiner Mutter zurück und ihr dummer Freund fing sofort an, mich anzuschreien. Ich sagte ihm, dass er nicht mein richtiger Vater ist und dass er sich zurückhalten. Ich wusste es! Ich hab's gesagt! Er wurde darüber noch so wütend, dass ich meine Sachen Wütend. packte und hinausstürmte. Engrige. Ich beschloss, dass ich in der Schule. Engrige ist kein Wort. Eng. Ärgerliche. Ärgerliche Wolke. Es ist schon spät. Wohnen würde. Ich rief meine Mutter an und sagte, ich wohne bei meinem Dad. Und mein Vater dachte, ich sei noch bei meiner Mom. Aber an diesem Tag nach der Schule stahl ich eine Matratze aus der Turnhalle, Oh, Decken aus immerhin. Textilien und einige Lichterketten aus dem Theaterunterricht. Ich habe den Schrank dekoriert und es sah so cool aus. Ich hatte nicht Es daran war gedacht. halt immer noch ein Schrank, ne? Also machen wir uns nichts vor. Es ist ein Schrank. gedacht, wie ich essen werde, aber ich stellte fest, dass die Cafeteria der Schule nachts nicht abgeschlossen war. Also schlich ich mich hinein und aß umsonst, was ich wollte. Außerdem fand ich einen Schlüssel zu dem Verkaufsautomaten und Straight nahm up Unmengen von cloud. Schokolade und Limo. Am nächsten Abend beschloss ich, mehr von der Schule zu erkunden. Ich schlich mich in die. Was soll denn das Ninja-Kostüm? Es ist eine Schule. Yo, jetzt tu nicht so, als wärst du ein Geheimagent. Ich beschloss, mehr von der Schule zu erkunden. Ich zog meine Ninja-Ausrüstung an und ich machte mich auf den Weg in die Cafeteria. Dort klaute ich Essen. Hast du schon mal die Schule erkundet? Ich habe noch nie die Schule erkundet. Irgendjemand? Schon mal die Schule erkundet? Nein? Nein? Phoebe schon. Lehrerzimmer und sah mich um. Hier gab es leckere Kekse. Dann schlich ich mich ins Büro des Schulleiters und fand den Hauptschlüssel, mit dem alle Schließfächer aufgeschlossen werden können. Ich bin Ich mir fand das ziemlich sicher, dass schockierend. das nicht einfach in der Schule gelassen wird. Also vor allem nicht, dass sie da einfach ran kann. Das kann ja nicht sein. Eine halboffene Flasche Whisky in Mr. Taylors Spind. Och. Mein Naturwissenschaftslehrer, neben von seiner Ex-Frau. Die sollte er auf keinen Fall in der Schule haben. Ich hatte das Gefühl, dass ich bald anfangen werde, alle Geheimnisse der Schule aufzudecken. Ich musste nur sicherstellen, dass niemand von meinem Geheimnis erfährt. Der Eines Morgens versteckte Schrank. ich mich im Badezimmer und schlief. Ich wachte erst spät durch den Klang der Stimmen im Badezimmer auf. Es waren zwei Mädchen aus meiner Klasse, Sophie und Grace. Okay, Sie und sprachen Sophia mir. und Grace hauen jetzt die Geheimnisse raus, ja?
Und dann hörst du es im Schrank und keiner weiß, woher du es weißt. Und du bist einfach nur so, ich habe die Insights. Eine Party, auf der sie am Abend zuvor gewesen waren. Sophie sagte, dass ihre Freundin Jen die ganze Nacht lang angegeben und mit all den Jungs geflirtet hatte. Jen hatte wirklich lange blonde Haare und ist eines der schönsten Mädchen in der Schule. Aber sie ist so nett. Ich habe wirklich bezweifelt, dass sie etwas falsch gemacht hat. Ich glaube, sie waren einfach nur eifersüchtig. Sophie und Grace unterhielten sich weiter. Sophie sagte, sie habe etwas Schreckliches getan, um sich an Jen zu rächen. Aber dann fing sie an zu flüstern. Und ich habe verpasst, was sie sagten. Dann nimm das nächste Mal vielleicht so einen Becher mit. Dann kannst du den so an die Tür machen, wie in jedem schlechten Film ever. Und dann kannst du dadurch besser hören. Ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Hört man besser, wenn man an der Tür ist mit einem Becher? Funktioniert das? Mich an und schlich mich aus meinem Geheimschrank. Später schwänzte ich ein paar Klassen und beschloss, zurück in den Schrank zu gehen und zu sehen, ob ich... Klar, natürlich. Na klar, klar. Außerdem, das ist mir jetzt erst aufgefallen, das ist ein Schulklo. Also, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Aber aus meiner Erfahrung riechen Schulklos meistens nicht so gut. Denn, ja, Fun Fact, das kommt jetzt wahrscheinlich richtig überraschend für euch, da gehen Leute aufs Klo. Ich würde da nichts essen wollen. Gespräche hören konnte. Ich hörte gar keinen Klatsch, aber ich hörte jemanden weinen. Ich öffnete die Tür ein wenig und sah Jen weinen. Sie bürstete sich die Haare und Klumpen davon fielen in das Waschbecken. Mir wurde klar, was Sophie und Grace gemacht haben. Sie hatten einen Weg gefunden, ihr die Haare ausfallen zu lassen. Als sie ging, hörte ich noch mehr Leute ins Badezimmer kommen und ich hörte noch mehr Stimmen. Ich merkte, dass es Jungen waren, die redeten. Oh, ich erstarrte. Es ist Mädchenklo. Sind Jungs in der Mädchentoilette? Gute Frage. Dann merkte ich, dass der Lärm nicht von den Mädchentoiletten kam, sondern von der anderen Wand. Oh mein Gott, du kannst das Jungsklo auch noch belauschen. Doppelagent, let's go. Ich konnte hören, wie Matt mit seinen Freunden sprach. Matt ist einfach der schönste Kerl, den ich je gesehen habe. Steht auf Matt, ich wollte schon seit Ewigkeiten mit ihm ausgehen, aber ich war zu schüchtern gewesen. Ich konnte hören. Was ist mit Matts Hand los? Warum ist Matt da? Sieht auch ganz natürlich aus. Wie er über ein Mädchen sprach, das er mochte und wie er hoffte, dass sie ihn um ein Date bitten würde. Oh, und du denkst, seine du Freunde bist fragten es? Ihn, warum er das Mädchen nicht um ein Date fragt. Aber er sagte, er ist nicht sicher, ob sie ihn auch will. Er hofft, dass sie ihn fragt. Was ist das für eine Zeichnung? Er hofft, dass sie ihn fragt. Mein Herz blieb stehen. Er musste von mir gesprochen ist haben. Ist es so? Als sie ging, wurde alles still und ich merkte, du dass wohnst ich in der Toilette. Unterricht kam. Es war Naturkunde mit Mr. Taylor. Ich war nicht glücklich. Er ließ mich nachsitzen, weil ich zu spät gekommen war. Aber es war mir egal. Es war nicht so, als ob ich irgendwo anders hätte sein müssen. Aber er merkte, dass es mir nichts ausmachte. Also fing er an, auf mir herumzuhacken und mich vor der ganzen Klasse zu verspotten. Ich ging und weinte im Schrank. Dann hörte ich Kimberly mit einem anderen Mädchen reinkommen. Sie sprachen über Matt. Kimberly sagte, dass sie ihn um ein Date bitten will. Ah. Ich war so niedergeschmettert. Ich will doch... Dann mach du's doch! Mädchen, keiner hält dich auf. Geh zu diesem Matt, anstatt dich im Schrank im Schulklo zu verstecken. Das kann doch nicht sein. Werd nicht sauer auf diese Kimberly. Ich meine, es ist doch deine beste Freundin, dachte ich. Mit ihm ausgehen. Sie soll weggehen. Ich muss etwas tun, um die Oberhand zu gewinnen. Sie soll weggehen. Und ich musste mir einen Plan ausdenken. Sag mal, was ist denn mit den Memes die ganze Zeit? Oder mit diesen... Ich weiß nicht, ist das die neue Strategie von diesen Videos, dass die einfach so richtig unrelated einfach irgendwelche Zwischenbilder reinschneiden? Auch das überraschte Pikachu vorhin. Was ist denn da los? Also, kann mir das jemand erklären? Nach der Schule musste ich nachsitzen und Mr. Taylor war wieder so gemein zu mir. Ich hatte keine Ahnung, warum er ständig auf mir herumhackte. Aber sie wusste ihr dunkles Geheimnis. Sein dunkles Geheimnis. Ich sollte am nächsten Tag eine Matheprüfung schreiben und habe überhaupt noch gar nicht gelernt. Und ich wusste, wenn ich durchfalle, würde die Lehrerin, Frau Sims, meine Eltern anrufen. Frau Sims, also verbrachte ich den ganzen Abend damit, nach Antworten zu suchen. Ich schaute in ihrem Spind, aber da war nichts drin. Also ging ich ins Klassenzimmer, brach in ihren Schreibtisch ein und fand sie. Ich machte Fotos mit meinem Handy, damit ich sie ansehen konnte. Und dann legte ich sie dorthin zurück, wo ich sie gefunden hatte. Ich schloss den Schreibtisch und dann hörte ich etwas. Die Bilder sind zu früh. Die Bilder sind zu früh. Ich werde gespoilert durch die Bilder. Das kann ja nicht sein. Die hat sich schon erschreckt und angefangen zu zittern, bevor überhaupt kam. Ja, da kam jemand angelaufen. Wer kann das sein? Es war Matt. Er wohnt auch im Schrank. Abgesehen von dem Raum, in dem ich war. Also schaltete ich das Licht aus und versteckte mich unter dem Schreibtisch. Dann kam jemand in den Raum. Es war der Hausmeister. Er fragte, wer da sei und sah sich um und dann ging er wieder. Ich wartete ein paar Minuten, dann verließ ich den Raum. Ich schlich den Flur entlang und dann hörte ich Schritte. Er war hinter mir. Er hatte gewartet, um zu versuchen, mich zu fangen. Also fing ich an zu rennen. Ich rannte ins Badezimmer und schloss mich im Schrank ein. Was ist los mit dir? Ich konnte nicht glauben, dass ich fast erwischt worden war. Ich weiß, das klingt alles wirklich unglaubwürdig, aber mein Leben ist so verrückt geworden. Das war noch nicht mal das Ende. Da kommen noch mehr seltsame Dinge. Du kannst doch nicht in diesem Schrank wohnen. Ich komme nicht mehr drauf. Also, du kannst doch da nicht schlafen. Wie groß muss denn der Schrank sein, dass das gemütlich ist? Du kannst nicht ewig das Gleiche anhaben. Es geht nicht. Was hast du von zu Hause einen Sack mit Klamotten mitgenommen, oder was? Nee.
nächsten Tag ging ich ziemlich zuversichtlich in meine Matheprüfung. Ich war fast die ganze Nacht wach geblieben, um die Antworten auswendig zu lernen. Es war Multiple Choice und ich wählte die meisten richtigen Antworten und warf ein paar Fehler ein, sodass ich nicht 100% erreichte. Dann dachte ich wieder über Matt nach und ich hatte eine tolle Idee. An diesem Abend brach ich in seinen Spind ein und schaute hinein. Ich wollte mehr über ihn herausfinden und das habe ich getan. Ich fand heraus, dass er wirklich auf Tennis stand. Also suchte ich online und kaufte ein paar Tickets für ein Tennisspiel, um ihn zu fragen, ob er mit mir hingehen will. Wie konnte er da Nein sagen? Und dann hatte ich noch eine andere Idee. Ich brach in Jeans Spind ein und sah mir ihre Sachen ein. Sie hatte jede Menge Haarpflegeprodukte da drin. Wer ist denn Jean? Jean ist ein neuer Charakter. Wer ist Jean? Wo kommst du her? Bei einem davon nahm ich den Deckel. Wir könnten nicht 7 Minuten 57 in die Story einen neuen Charakter einführen und sagen, ja, dann brach ich in Jeans Spind ein. Wer ist Jean? Bin ich die Einzige, die sich fragt, wer Jean ist? Es roch nach Chemikalien. Hatten ihre sogenannten Freunde etwas in ihr Shampoo getan? Ich stahl die Flasche und warf sie in einen Mülleimer. Aber ich musste mich trotzdem an Mr. Taylor rächen. Also schrieb ich eine anonyme Notiz, die besagte, dass Mr. Taylor vor dem Unterricht trank und Whisky in seinem Spind hatte. Das würde ihn lehren, nicht so gemein zu mir zu sein. Ich fühlte mich so mächtig. Es war schön, in der Schule zu leben, aber dann ging alles richtig schief. Also, ich fragte Matt, ob er mit mir zum Tennisspiel geht und er stimmte zu. Ich war überglücklich, aber dann erzählte ich es Kimberly und es schien ihr gut zu gehen. Aber später, als ich im Schrank war, hörte ich sie in einer Kabine weinen. Sie war so aufgewühlt und dann wurde es noch schlimmer. Ich hörte Matt in der jungen Toilette davon sprechen, dass er mit mir zum Tennisspiel gehen würde, obwohl er nicht auf mich stand, sondern nur, weil er zum Tennis wollte. Wie konnte ich nur so dumm sein? Feels bad. Okay, Arip, das ist Neckbreaker. Ja, blöd, ne? Jetzt sagt er auch noch, er steht auf Kimberly. Wetten? Wetten? Darüber konnte ich jetzt nicht nachdenken, da ich wieder Unterricht bei Mr. Taylor hatte. Aber wir hatten Vertretung. Ich hätte glücklich sein sollen, aber ich konnte nicht aufhören, daran zu denken, wie ich Kimberly verärgert hatte. Ich war eine schreckliche Freundin. Auf halbem Weg durch die Klasse stürmte Mr. Taylor schreiend und fluchend herein. Er bedrohte mich und sagte, es sei meine Schuld, dass seine Karriere ruiniert ist. Er sagte, meine Handschrift hat er auf dem Zettel erkannt. Alter, du hast nicht mehr mit links geschrieben oder irgendwas? Du hast straight up in deiner Handschrift mit deinen Fingerabdrücken einen anonymen Brief hinter... Komm schon! Ich habe kein Mitleid mit dir. Und schleppten ihn 0, gar das kein. Alles mit anzusehen war wirklich beängstigend. Dann wurde ich in das Büro des Schulleiters gerufen. Ich fühlte mich erleichtert. Vielleicht wollte er sagen, gut gemacht, weil ich ihm geholfen hatte, einen schlechten Lehrer loszuwerden. Aber er schien nicht glücklich zu sein. Nein! Er erzählte mir, dass der Hausmeister mich abends in der Schule gesehen hat. Der Schulleiter beschloss, mich nicht danach zu fragen, sondern stattdessen ein Auge auf mich zu werfen. Es stellte sich heraus, dass es in der Schule Überwachungskameras gab, die ich nicht gesehen hatte. Wie kann man denn so blöd sein? Wie kann man denn so blöd sein? Es tut mir ja leid. Ich habe kein Mitleid mit dir, Phoebe. Schließfächer von Matt und Sophie einbrach und in den Aufenthaltsraum des Schulleiters ging. Er fragte mich, wie ich abends auf das Schulgelände gekommen sei, aber ich blieb einfach ruhig. Ich wollte es nicht sagen. Dann legte er etwas auf den Schreibtisch. Es war mein Antwortbogen von der Mathearbeit ein paar Tage zuvor. Er sagte, Frau Sims habe mich wegen Betrugs angezeigt. Alter, warum das Gollum? Es macht keinen Sinn. Er war so schockiert, dass ich erwischt worden war, weil ich so vorsichtig gewesen war. Er sagte mir, dass ich eine so schlechte Note bekommen hätte, dass Frau Sims dachte, dass etwas nicht stimmte. Sie hatte meine Antworten überprüft und es stellte sich heraus, dass ich die Antworten für einen anderen Test ausgewählt hatte. Da es sich um einen Multiple-Choice-Test gehandelt hatte, habe ich einfach angenommen, dass ich da nicht durchgefallen war und habe mich so geirrt. Dann erzählte er mir, dass er die Polizei gerufen hat, da mein Einbruch als kriminelle Handlung galt. Und er hatte meine Mutter und meinen Vater angerufen und sie waren auf dem Weg. Also tat ich das Einzige, was mir einfiel. Ich rannte. Ich ging zu meinem Geheimschrank und nein, schloss mich dort ein. Nein, nicht dein Ernst. Wieso? Nein. Es ist ja auch... Guck mal, wenn du weißt, sie haben Also ab dem Punkt, ja, du weißt, sie haben Überwachungskameras, ja? Die werden nicht im Mädchenklo sein, aber die werden ja wohl filmen, dass du ins Mädchenklo gehst. Wenn du da 12 Stunden nicht rauskommst, was meinst du, wie schwer ist es, 1 und 1 zusammenzuzählen und zu sagen, die scheint im Mädchenklo zu schlafen? Viele Leute nach mir suchten, aber niemand fand mich. Niemand Zum Glück fand hatte ich etwas zu essen und zu trinken. Nein! Also versteckte ich mich da ein paar Stunden im Schrank. Hasse dich. Als es Nacht wurde, schlich ich mich hinaus. Nein! Die Schule war leer, aber was sollte ich tun? Unter keinen Umständen wollte ich wieder bei meinen Eltern leben. Du weißt doch, das ist überall. Ich packte eine Tasche mit meinen wenigen Sachen und verließ die Schule. Dann trampte ich in eine Stadt, die hunderte von Kilometern entfernt war, an einen Ort, wo mich niemand kennt. Warum? Ich verbrachte die Nacht auf der Straße und schlief wie ein Obdachloser in einem Ladeneingang. Warum? Dunkel und beängstigend. Und dann wurde mir klar, dass ich wirklich ein Obdachloser war. Und ich war selber schuld. Warst du nicht? Du kannst einfach nach Hause gehen. Du hast 2 Eltern mit 2 Wohnungen und du kannst einfach dahin gehen. Du bist diejenige, die hier wie ein Maniac einfach in eine andere Stadt fährt und auf der Straße schläft, weil eben die Wohnung von seinem Vater zu unordentlich ist. Are you kidding me? So leben.
Also ging ich am nächsten Tag aufs Polizeirevier und stellte mich. Zum Glück bin ich mit einer Verwarnung davongekommen. Es war wichtiger, meine Mutter und mich wieder zu vereinen. Das war letzten Sommer und jetzt lebte ich wieder bei meiner Mom. Sie hat sich von ihrem Freund getrennt und jetzt lebt sie in einer wirklich kleinen Wohnung. Mein Zimmer ist winzig. Es ist nicht größer als der Schrank, in dem ich in der Schule geschlafen habe. Manchmal vermisse ich diesen Schrank. Das nächtliche Ausschleichen und Erkunden der Schule hat mir Freiheit gegeben. Du bist jetzt, so wo ich bei meiner Mutter wohne, fühle ich mich wirklich gefangen. Habt ihr euch jemals irgendwo seltsam gefühlt? Yo, crazy, ja? Wild Ride, ja? Also wirklich Achterbahnfahrt der Gefühle. Ich habe keine Worte. Es tut mich, ich bin sprachlos. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne einen Daumen hoch da. Und wie gesagt, wenn ihr mehr so echt passiert Geschichten sehen möchtet, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Dann weiß ich, was bei euch gut ankommt. Und dann kann ich das auch machen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Oh, abonniert den Kanal, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Habe ich vergessen. Tut es. Ja, weil dann seht ihr meine Videos. Und sonst nicht. Also sonst vielleicht. Aber sonst ist es zufällig. Und so ist es nicht zufällig. Ja? Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao!